meine Herren, beschert unseren Gästen einen herzlichen Empfang in unserem bescheidenen Domizil. Niemand freut sich, uns zu sehen. So, willkommen zurück hier zum Let's Play von Lego Marvel Super Heroes. Ja, ich... Aber wann das? Alter! Was haben wir Captain American hier? Ich geh weg. Alter, die werfen Zeug auf uns. Der Scheiß friert mich ein. Was ist das? Ach, da ist einer. Mein Spinnensinn kribbelt. Der ist weg. Der ist weggebounced. Kommt der da drüben? In der Nähe. Bounce, der ist weggebounced. Nächster. Was in der Nähe? Bounce, drei sind weggebounced. Noch einer. Alter. Bau Herzchen. So, Herzchen. Ja, dein Spinsen kribbelt. Wo bist denn du? Sie hat sie gehört. Holle. So, jetzt lass mich mal ziehen hier. Wunderbar. Jetzt kann ich da was bauen. Nicht, ne? Hallöchen. Ich will ja meinen lieben Freund den Iron Man. Komm, ganz landen. Du kannst auch richtig prügeln hier. Und ich glaube, irgendwie der kann das Silberzeug am besten. Oder hat er überhaupt einen richtigen Anzug dafür? Frage ich mich jetzt gerade. Ja, er hat ihn. Der eindeutig richtige Anzug. Jetzt braucht es Donner. Und dazu ist niemand besser geeignet als unser Freund der Thor. Wo ist er denn? Na los, mach mal einen Donner. Na los. Ich bin Thor, Gott des Blitzes. Ja, bist du. Da steht eine Schlampe oben drauf. Okay, ich glaube, das war nur der erste Teil. Von Indie 2. Könnte ich mir vorstellen. Ah, da braucht's gar nicht Spidey. Braucht's unseren lieben Freund der Iron Man schon. Kann der einfach öffnen. Kann unser lieber Freund Thor. Ich möchte gerne Thor haben. So, Thor. Komm, brezel das Zeug mal. Muss es jetzt wohl donnern, muss es jetzt aufladen. So, jetzt hast du dich aufgeladen. Jetzt kannst du da aktivieren, wie ein Aktimel aktiviert Abwehrkräfte. Ja, ich will wieder Iron Man. Muss schon sagen, Iron Man ist halt schon der geilste von allen. So. Schönes Ding, was haben wir hier? Ach so. War zum Schrauben und zum Drehen. Beste suboptimale Idee war das. Macht euch bereit. Alle festhalten. Okay. Ach so, öffnet man also heutzutage die Tür. Deine Gotteskräfte helfen mir nicht, Blitzableiter. Ihr könnt euch später zanken. Wir müssen Magneto nach. Magneto! Ich komme! Nicht in Frieden. Das ist vorbei. Oh, 1 von 3. Und da hat's noch was drin gehabt. Da war doch wunderschön. Ich will True Believer. Ich will wieder True Believer Minimum. Ja, da brauche ich vielleicht etwas mehr Muskelkraft vonnöten. Nee, komm, der Anzug reicht ja auch schon. Sind hier nicht so anspruchsvoll. Hier ist leider Endstation für euch. Ihr wisst ja, wo es rausgeht. Ich habe zu tun. Ja, ich habe auch zu tun. Wir müssen Magneto auf den Fersen bleiben, sonst verlieren wir ihn hier. Ja, und mein Hammer hat eine Verabredung mit seinem Kopf. Okay. Das Zeug wird irgendwie so gehalten. B. Ich möchte erstmal speichern und fortfahren. Ja, klingt gut. Jetzt geh weg, du Sack. Dam, 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 dam.
Dazu gehe ich jetzt mal hier. Um diesen Schalter zu betätigen, brauchst du eine Art Waffe oder einen scharfen Gegenstand. Ja, einen scharfen Gegenstand haben wir nicht dabei, wir haben nur Stumpf. Ach, das sind noch ein paar von Mr. Dr. Dooms Dings Dienerchen dabei. Das ist fies. Ja, aber hallo. Na, ich habe nicht so Mühe, darüber zu kommen. Okay. Das ist doch ein kleiner Mongo. Spidey, ich brauche dich. Meine Spinnen sind schon wieder. Ein Spinnen sind. Ich glaube, da braucht zwar der Dos. Zum Beispiel den hier. Nützt ja nix. Wo ist denn unser dritter Mann? Hallöchen. Chef? Ist ja noch da drüben. Kann ja auch fliegen. Alter, wo ist der? Als Luken verschließen. Okay, jetzt hätte ich gedacht, wir brauchen da irgendwie unseren lieben Freund. Unser lieber Elektrofreund. Aber anscheinend hat der ja wohl andere Interessen. Man braucht doch, oder kann ich Spidey was machen? Nö. Spidey ist einfach scheiße. Spidey kann gar nichts. Nun, wenn einer gehen muss. Hat Thor eben einen Witz gemacht? Was? Thor! Wo bist du? Ich höre deine Stimme, aber ich sehe dich nicht. Thor, mein Freund. Brauch dich hier. Mal eine Medaille kaputt machen. Thor. Hey Thor, wo bist denn du? Thor. Wo ist denn Thor hin? Oh. Mir fehlt die nie, Thor. Doch, wo ist der? Vom Iron Man kann doch da außen rum. Weil irgendwie brauche ich hier Thor. Aber der ist nicht da. Komisch. Ich glaube, ich starte das Level nochmal neu und dann gucken wir mal, ob sich das geändert hat. Dann seht ihr, seht ihr mich dann wieder zurück. Vielleicht ein bisschen weniger müde. Also bis dann. So, wir sind zurück und jetzt haben wir natürlich hier genug von den Leuten hier. Komm, jetzt schneide ich das halt auch wieder auf. So, es hat drum gut Geld gegeben. Das letzte Mal. Vielleicht gibt es jetzt auch wieder so viel. Ich muss ja komplett neu machen, weil unser lieber Freund der Thor, den wir gebraucht hätten, plötzlich nicht mehr da war. War schade. Ja, Thor, das war schade. Aber jo, wir können auch ohne Thor überleben, nämlich. Den scheiß Spinnen sind. So, nee, und jetzt möchte ich gerne Thor haben. Weil ich glaube, dass der das deppern muss. Richtig! Ja, jetzt kann die scheiß Spinne wieder. Komm, geh weg. Positionstausch! Ja, komm, und jetzt zieh dran. Hast fast keine Schnur zum dran ziehen, aber scheißegal. Okay. Ja, tolle Sache. Fällt einfach raus ohne Grund. Unser kleiner, schlauer Zusammenbauer brauche ich jetzt. Will ich jetzt. Unseren geliebten Iron Man, den jeder von uns so gerne mag. Weil er einfach geil ist. Geht zu den anderen Schlaffis. So.
Aber jetzt brauche ich wieder den hier. Lade dich auf! Bring! So, und jetzt komm schon. Jawoll! Genau so ist es. Wunderbar. Starker Magnet, ne? Doller Magnet. Ne, ich will wieder was Anständiges, sicher nicht Spidey. Nee, jetzt brauche ich. Alter, Spidey, wo bist denn du? Ja, natürlich der. Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Ja, dein Spinnen, dann aktivieren doch, dummer. Dummer kleiner Mongo. Alter, komm, jetzt klettert doch da rauf. Bist du hier durch? Kennst du? Hier durch. Ich bin eine kleine Spinne. Boah, der ist jetzt zu, ne? Okay, jetzt kommen hier die Gegner noch. Alter. Weißt du, warum nehme ich einfach nicht den Iron Man? Dann nehmen wir das Scheiß bei, die versorgen Scheiße, damit hätte ich einfach auffliegen können. Müsste ich nicht unbedingt den Scheiß Krabbler hier spielen. Hätte ich auch keine Probleme mit. Ach so. Jetzt muss ein anderer darüber. Oder wie? Nö, warte, Moment, beide. Wo ist ein Iron Man? Ach, der hängt noch hier dran. Ich glaube, der muss zuerst das hier zerstören. Wenn ich mich nicht irre, dann kann er hier was zerreppern. Jetzt regt mich der Kleine auf. Kann er hier auch was zerreppern? Anscheinend nicht unbedingt so, wie ich es möchte. Komm, können wir es irgendwie erstmal wieder schließen hier. Das ist scheiß mühsam, wenn da die ganze Zeit so kleiner Krabbler kommen. Komm, geh weg. Und wir haben es eh gebraucht, weil wir jetzt da irgendwie eine Treppe bauen können. Ach ne, überhaupt einen Stock und das Teil fertig bauen hier. Wunderbar. Also erstmal Sklave Nummer 1. Spring da dran. Sklave Nummer 2. Spring da dran. Und jetzt kommt der Superheld. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, genau. Wie Spider-Man zu sowas fähig wäre. Genau. Die größte Flasche aller Zeiten. Auch nicht zu so einem Scheiß fähig. Echt nicht. Hallo Magneto! Diese ganze Station beugt sich sprichwörtlich meinem Willen. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt mich hier besiegen? Ja. Irgendwie schon, ne? Wie eine Zunge! Oh, guck mal, ein paar Feinde. Ach, niedlich, ne? Alter, putzig. Hey, ich habe meinen Mann-Anzug, das wisst ihr, ne? War eine Schnalle? Ja, anscheinend schon. Mein kleiner, lieber Freund Spider-Man. Ich brauche reine Helfer. Ja, komm, jetzt lass dich fallen, du Dummer. So, jetzt kannst du da mal ziehen, ne? Und das Ganze in Ordnung. Mr. Intelligenz. Oh, wunderbar. Wunderbar. Soll ich das dann sehen dort, wenn es kommt? Wunderbar. Ist gar nicht so schwer, wie Magneto das möchte. Fahren wir die Zunge aus und dann gehen wir rüber, ne? So ein bisschen. Ich geh mal so rüber. Hab mich sicher noch nicht bemerkt. Oh, ein Video. Du kommst mich auf meinem schönen Asteroid M besuchen, aber bringst kein Geschenk mit? Ich würde sagen, nein! Viel Glück beim Magnetisieren von Thors Gotthammer. Oh, und ich habe extra für diesen Anlass meine Rüstung entmagnetisiert. Ich habe ein Bad genommen. Das ist alles.
keiner von meiner Mutantensippe da, um ihre Rasse zu verraten? Oh, was für eine angenehme Überraschung. Ihr lasst mir keine Wahl. Das ist euer Ende. Lustig. Ich wollte eben das Gleiche sagen. Kennen wir doch hier schon her. Sandman am Anfang war doch ähnlich. Ich glaube, ich flieg mal. Okay, für jeden einen. Aua! Die kleinen Arschbacken. Ach so, da bin ich ja. Mal gucken, wo bin. Ein bisschen Scheiß. Ist ein bisschen Scheiße hier. Alter, Alter, Alter. Er kriegt mich. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Lass mich was. Lass mich da was bauen, ey. Komm, lass mich da. Iron Man. Das sah aus wie ein Eisen dann. Ein Bügeleisen. Ne, ich hab noch nicht genug. Ich möchte noch mal. Geh weg. Alter, lass mich hier in Ruhe. Ach, der zieht mir in der Zeit seinen Helm ab oder was? Nächste Sekunde. Oh, jetzt hat er eine Pistole in der Hand. Alter, der hat mich eingefroren, der hat mich eingefroren. Oh, der hat mich nicht getroffen. Zum Glück schießt er so schlecht, ey. Leck mich am Arsch, schießt er schlecht. Ein bisschen Höhe und dann Tiefe verlieren. Dann wieder hoch. Lässt mich nie. Triffst mich nie. Und mit deiner Karotte nicht. Warum hat der jetzt Orange? Der da unten will mich beschlagen. Hilf mir doch jemand! Aua, Spider-Man hat es abbekommen. Okay. Lass mich jetzt. Lass mich hier was bauen. Lass mich hier einen Kürbis. Lala! Baseball! Guck mal! Ich habe ja auch noch ein bisschen Metall hier zum Kloppen. Irgendwie komme ich mit Iron Man besser zurecht, eindeutig. Nein, gehört uns Helden irgendwie so ein bisschen. Nicht die Welt gehört mir, also nur festziehen. Natürlich, 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 natürlich. Sieht nach einem Motorsäge aus irgendwie. Klingt auch so. Ist sicher ein Löffel. Okay. Na komm, ich sag nur so am Boden nach. Ist mir scheißegal eigentlich. Weil mich betrifft das jetzt nicht groß. Ich hab jetzt noch Glück. Ja, ihr kleinen Vollpfosten, euch hat's erwischt. Was kommt als nächstes? Blau? Na komm. Wird langweilig. Flieg hier im Kreis herum. Okay. Ist irgendwie ein bisschen metallisch, aber ein bisschen auch Plastik. Ja, toll wirfst du das. Ganz toll. Triffst mich nur nicht. So, jetzt sollte ich das irgendwie. Ne, jetzt kann ich das noch nicht zusammenbauen. Da fehlen noch ein paar Teile schon. So. Ach, okay.
Okay, war das irgendwie, wenn ich zu weit weg war? Nee, die Teile sind ja noch da. Da steht mir alle im Weg. Sieht immer gut an. So, jetzt kann ich das letzte Teil zusammenbauen. Und es gibt für uns ein Spidey. Nee, nicht mal für Spidey. Sondern hier braucht es Iron Man. Nee. Unser Donnergott. Der Brutzler. Komm. Okay, eine Keule. Vollkeule! Ja, war nicht schlecht, mein Freund. Dr. Doom, ich benötige Ihre Hilfe. Ignoriere ihn. Wir müssen uns auf unsere Arbeit konzentrieren. Oh je. Ciao, Magneto. Ich mochte dich sowieso nicht. Magneto. Magnetos Akolyt. Viele, viele Gelder, aber kein True Belief. Nee, nee, haben wir nicht geschafft heute. %. Ayo. Eine Geschichte Wort fangen. Guck noch, wie es weitergeht. Dann mache ich wieder ein Pauschen wie immer. Ich weiß, warum du hier bist. Wie halten wir deinen Boss davon ab, die Erde zum Mittag zu fressen? Mein Brett. Was will Doom damit? Loki. Mit kosmischer Kraft. Wir haben fast keine Chance, die Erde zu retten, auch nicht mit deiner Hilfe. Wir können nur hoffen, dass wir Doom aufhalten können, bevor sein Plan Früchte trägt. Ich habe schon Verstärkung von außen angefordert. Das Labor sieht toll aus. Hier ist Agent Hill von S.H.I.E.L.D. Direktor Fury braucht dringend eure Hilfe. Agent Coulson ist auf dem Weg zu Magneto. Wir sind gleich da. Mutter, bekomme ich einen Hasen? Was? Wo bin ich? Oh, ich hol den Besen. Könnte ich auch einen Besen haben? Und bitte etwas Käse! Verwöhntes Muttersöhnchen? Okay, so, jetzt sind wir hier mit Mr. Fantastic. Ihr Fantastischen Vier, wir brauchen euch sofort auf dem Helicarrier. Ich kann es über Funk nicht erklären, aber es sieht nicht gut aus. Bitte kommt so schnell wie möglich her. Aua. Aua. Überfährt mich einfach. Gucken wir mal hin. So, wollen wir weiter hier. War so ein... Ich möchte gerne Charaktere kaufen. Ist das? Ich finde ihn ganz in Ordnung. Ich bin die Wolverine. Was doch kein Wolverine? Kann ich den Flugzeug nehmen? Haben wir da schon was? Haben wir hier? Danke. Taxi. Der Cloud Rider. Was ist denn der Cloud Rider? Komm, wir nehmen das Ding einfach mal. Okay. Scheint mir nicht etwas zum Fliegen zu sein, ihr Motorrad. Okay. Das Ding fährt sich wie ein Panzer. Kommen wir rückwärts. Und erstmal hier in die Wand hinein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Rutschi, 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 rutsch. Alter! Wie schlimm als geht ja hier. Bam. Bam.
Die Leute sind nicht aufgeschränkt, nur weil hier so ein Psycho rumfährt. Alter, das Fahrzeug ist nicht für mich. Komm, geh weg. Wir gehen jetzt zum Schild Carrier und gucken, was da los ist. Also Helicarrier. Schöner Ladebildschirm. Doch, doch, so schön schwarz. Gefällt mir. Jetzt willst du das runtergehen? Dann gehen wir doch. Ich will eine Erklärung! Wow, wow, wow! Ich bin zwar kein Fantastik, aber ich bin auch hier. Guck mal. Wir haben alle Daten von SHIELD-Agenten und Avengers weltweit ausgewertet und können mit Sicherheit sagen, dass Dr. Doom definitiv Böses im Schilde führt. Ich weiß, das hilft uns nicht wirklich weiter, aber immerhin ist es ein Anfang, nicht wahr? Ich dachte, der wäre schweinelieb. Habe ich mich getäuscht. Habe ich das denn nie gesehen? Das sind so ziemlich alle, ne? Jeden Augenblick eine planetarische Katastrophe, bevor wir da die Weiße. Nicht aufhalten. Wir müssen ihn. Wie ist das? Meine Zeit ist gekommen. Bald werden sich alle Erdbewohner vor Doom verbeugen. Oder Loki. Erde, sie ist so ein wichtiger Teil meines Racheplans. Danke, aber das mit dem Rächen übernehmen wir schon. Und sieh mal, Loki und sein Freund haben eine große gemeine Megawaffe. Ihr Einfallspinsel habt keine Ahnung, welche Gefahr euch droht. Ich habe diesen Doom Ray entwickelt, um den Planeten vor der Zerstörung zu bewahren. Natürlich auch, um jeglichen Widerstand gegen meine gütige Herrschaft niederzuschmettern. Die Erde wovor zu bewahren? Ich halte sie auf. Du machst meine Waffe fertig. Eine hervorragende Idee. Ihr Narren! Ich bin hier der Herrscher! Hey, hey! Spinnenartige Agilität zu euren Diensten! Du kannst mich unmöglich allein besiegen! Wer sagt, dass er allein ist? Das ist aber unfair! 6 gegen 2. Nicht rund! Ich habe zu tun! Also Loki hat ihn verzaubert. Boah. Aber jetzt will ich noch nicht weiter. Dann mache ich im nächsten Part. Nächstes Mal. Glaubst du, Dr. Doom und Loki sind die Sorte von Typen, die sich die Macht teilen? Nicht im geringsten. Aber das könnte für uns ein Vorteil sein. Ja, aber speichern wäre geil. Nö, lass ich halt speichern. Dann sage ich mal wieder hier. Ja, man sieht sich hier im nächsten Part. Ich hänge hier mal so rum. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und bis dann. Tschüss.